Hallo, mein Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Suchtgefahr-Video. Ich habe bei Online-Hat eine kleine Bestellung aufgegeben und ja, die möchte ich euch heute zeigen. Ich habe mir nämlich fünf, na, kriege ich sie rauf, machen wir so, fünf Painting-Gele bestellt, weil ich ja, ihr wisst ja, oder vielleicht dem anderen nicht, aber ich habe diese Bögen von Linny und ich finde diese Painting-Gele. Die haben so eine schöne Konsistenz. Nicht zu dickflüssig, nicht zu dünnflüssig. Hier kann man kann sich schön dünn arbeiten und sie decken trotzdem mega. Und deswegen, weil ich habe ja das in Rot, habe ich, das Mona Lisa. Und da habe ich dann gesehen, wie krass diese Farben sind. Und da habe ich mir gedacht, brauchst du noch ein paar mehr? Und ja, dann würde ich sagen, dann starten wir auch schon mit dem Auftrag. So, wir starten mit dem Weiß. Na gut, soll ich das Weiß auftragen oder nicht? Ich muss das so machen. Ach, jetzt juckt mein Gesicht. Na toll. Also das ist echt schön cremig, aber halt nicht zu cremig. Ich meine, aber ihr seht, dass es trotzdem eine gewisse Standfestigkeit hat. Starten wir mal mit Weiß. Ich hoffe, das bleibt auch weiß, weil ich hatte vorher auf dem Pinsel grün. Ist, glaube ich, nicht so praktisch. Ihr seht, ich trage das jetzt hier ganz, ganz dünn auf, wie deckend das ist. Also, Wahnsinn. Also, ich bin von den Art Gelen wirklich begeistert. Soll ich da einen Fussel? Na, klasse. Und noch ein Haar vom Pinsel. Schön. Komm raus da jetzt. Ich trage hiervon noch wirklich nur eine Schicht auf, weil es ein Art Gele. Na, man kann damit ein Fullcover auftragen, auf jeden Fall. Seht ihr ja. Aber. Das sollen halt auch für mich Artgele sein. Und seht ihr das? Wie schön strahlenweiß das ist. Und damit schnörkel mal, ne? Oh mein Gott. Ich freue mich da schon so drauf, ne? Wirklich, weil durch die Linie-Bögen funktioniert es auch bei mir mit Schnörkel, ne? So, ihr seht, dass es hier so Stellen hat. Also es zieht sich nicht so selber glatt. Erwarte ich aber auch nicht von einem Painting-Gel, weil ich erwarte von einem Painting-Gel, dass es da bleibt, wo ich es hinpacke. Und wie ihr seht, das tut's. Also mein Pinsel hat Streifen gezogen. Ja, soll mich jetzt nicht großartig stören, weil ich will ja nur die Farbe sehen, wenn ich mit dem Paintigel arbeite und jetzt mir wieder Fussel reinarbeite. Aber, ne, bin halt ich. So, das wird jetzt ausgeleert und ihr seht, Deckkraft ist wirklich, ich habe es wirklich dünn aufgetragen, ist da. So, das war, ich glaube im Shop heißt das Arctic White oder so. Also das Weiß, die haben aber auch nur ein Weiß da, ne? Mal kurz Pinsel sauber wischen. Dann mache ich hier mit Schwarz-Weiß weiter, weil Schwarz und Weiß braucht man immer. So. Auch wieder eine sehr schöne Konsistenz. Und ich finde, Schwarz richtig deckend hinzubekommen, ist nicht einfach. Ja, ich sollte kein Weiß mehr im Pinsel haben. Auch richtig schöne Konsistenz. Vielleicht könnt ihr es im Tiegel sehen. Nee. Aber ihr seht ja die Lichtspiegelung. Das ist schon ein standfestes Gel. Aber jetzt halt nicht zu standfest. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ne? Ich bin da gerade ein bisschen schlecht im Erklären. Ich trage das jetzt richtig dünn auf. Ich hoffe, ihr seht das. Ne, dass das hier so sich Löcher zieht und alles. Das ist so hauchdünn aufgetragen. Und ihr seht, es deckt. Ihr habt gesehen, wirklich, wie dünn ich das aufgetragen habe. Ja, und das freut mich total, weil dann heißt es für mich jetzt demnächst wieder mal ein bisschen mehr mit Schnörkel was machen. Weil, ja gut, bei dem sieht es nicht so, aber ihr seht diese Delle vielleicht hier. Es ist standfest, also bewegt sich nicht großartig, aber es ist schön cremig, man kann es schön dünn arbeiten. So, das war jetzt schwarz. Ich mache jetzt nochmal den Pinsel wieder sauber. Dann habe ich mir noch Natural geholt. Weil das stelle ich mir schön vor auf so hellen, pastelligen Farben oder vielleicht auf dem Weiß mit
so einer Naturfarbe halt, ne, wie das hier schon heißt. Aber da seht ihr es auch, ne? Es bewegt sich eigentlich so gut wie gar nicht. Es hat aber trotzdem eine schöne cremige Konsistenz. Auch ein echt schöner Farbton, ne? Oder schön auf weißen Nägeln. Ihr seht, dass ich wirklich. Oh, stellt die überhaupt scharf die Kamera? Dass ich wirklich dünn auftrage, dass es sogar hier schon so einreißt. Das habe ich ein bisschen wieder was genommen. Und. Stellt er mal scharf, was ist mit meiner Kamera los hier? Du? Und es deckt. Wahnsinn. Und ihr seht jetzt auch wieder hier auf dem Weiß, auf dem Farbton, dass es sich nicht komplett glatt zieht. Was ich, wie ich beim ersten schon gesagt habe, nicht schlimm finde, weil es ist ein Painting-Gel. Aber ihr seht, man kann auch damit ein Full-Cover auftragen. So. Dann heißes Pinsel wieder sauber machen. Dann haben wir Romantic Blue. So, das ist ein helles Blau. Ja, das könnt ihr richtig schön erkennen. Richtig schönes Blau. Weil ich finde, jetzt, wo es zum Sommer hingeht, so Schnörke mit helleren Farben und auch verschiedene Farben ist total schick. Deswegen habe ich mir jetzt generell so hellere Farben geholt. Zum Herbst hole ich mir dann dunklere Farben. Und auch das tragen wir natürlich auf. Vielleicht könnt ihr es sehen jetzt. Es zieht sich minimal glatt. Aber es bleibt so. Und ihr seht, ich trage es hier wieder super dünn auf. Muss mal ein bisschen mehr Gel nehmen. Das muss ich immer wieder so oft nachnehmen. Aber das ist auch so ein super schöner Ton. Ich hoffe, ich bin in der Kamera die ganze Zeit. Und ihr seht, ich habe jetzt hier Dellen drauf, weil ich das jetzt halt nicht ordentlich aufgetragen habe. Aber ihr seht, es deckt. Und das für so helle Farben, das ist schon, das hinzubekommen, ist schon schwierig. Ne? Weil das ist ja ein Art Gel, ist ja für Nail Art bestimmt, also nicht für Full Cover oder irgendwas. Also kann man natürlich auch machen, seht ihr ja. Aber ich finde, wenn man so Schnörkel macht, ab und zu mag ich das, wenn es on top ist, aber meistens möchte ich das halt, dass es dann trotzdem alles ebenmäßig ist. Und dafür sind die mega, weil ihr seht, wie dünn man das arbeiten kann und mega. Jetzt mal den Pinsel wieder sauber machen. Wollen die Farbe nicht verfälschen. Und dann kommt zum Schluss Lilly. Das müsste so ein, ja, so ein Grün sein, ja. Genau. Weil ich und Grün, ihr wisst es. Aber die Farbe kommt auf der Kamera eigentlich fast genauso rüber, wie sie in echt auch ist. Ich vergleiche noch mal ein bisschen. Ja. Und die tragen wir natürlich auch auf. Jetzt mal hier oben wieder versuchen, schön zu machen, was wir sowieso nie hinbekommen. Und reiß wieder ganz dünn auf. Ich hoffe, ich war. Stellt meine Kamera ganz unscharf. Das kenne ich jetzt gerade gar nicht von der. Was ist denn da los? Nehme ich überhaupt auf? Ja, gut. Ich hoffe, ihr hört meinen Hund nicht, wie er gerade am Durchdrehen ist. Also wie er sich auf dem Teppich hin und her wälzt. So. Und, haltet auch nochmal machen. Deckend. Ihr seht auch wieder hier diese Dellen, sage ich jetzt mal. Finde ich aber nicht schlecht, wie beim ersten schon gesagt. Ich sage es halt nochmal, weil vielleicht hat die mal vorgespult, ich weiß es nicht. Das ist ein Art Gel. Diese brauchen sich nicht komplett glatt ziehen, weil dann sind sie auch nicht zu flüssig und dann auch keine Artgele mehr.
So, ich werde das jetzt gleich einmal alles versiegeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Das sind jetzt die Painting-Gele aufgetragen. Ich nehme das mal einfach mal, versuche mal alles in die Hand zu nehmen, weil ich habe jetzt gerade mit einem Versiegler mit Inhibitionsschicht versiegelt. Deswegen versuche ich da jetzt gerade nicht ranzukommen, weil ich ihn noch auskühlen lasse gerade, bevor ich ihn abcleane. So. Richtig, richtig schöne Farben, schön decken. Und seht ihr das, wenn ihr einen Versiegler ohne Inhibitionsschicht drauf macht, oder auch mit, glaube ich, aber ich habe jetzt einen ohne genommen, weil die ja ein bisschen dickflüssiger sind, ist das auch streifenfrei. Und ihr könnt die echt gut als Fullcover auch nehmen. Echt richtig schöne Farben. Und da sind noch viel mehr Farben zur Auswahl und da werde ich auch noch zuschlagen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch meine neuen Schätze zeigen. So, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Über einen Daumen, Kommentar und Abo würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!